3,5 Kilo und ich sage mal lauter, besser, schöner, das könnten die Schlagworte sein für den neuen Amazon Echo Studio. Und äh, was kann man machen, wenn man einen neuen Lautsprecher rausbringt? Klar, man kann den Klang verbessern, man kann das Design auffrischen und genau das hat Amazon gemacht. Ein paar Probleme gibt es natürlich auch mit dem Gerät, dazu dann später in meinem Fazit mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wir müssen natürlich alle sparen und man kann natürlich auch die Handeln sparen bei diesem Gerät, wenn man das öfter mal dann aus dem Wohnzimmer entfernt und als Hantel nimmt. 3,5 Kilo, da gibt es schon einen dicken Oberarm. Es ist schon eine ganze Menge Gewicht. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was hier drin ist in dem Karton. Und der Karton ist natürlich wieder wie von Amazon gewohnt in einem fröhlichen Blau. Das Ganze dann auf der Vorderseite hier der Studio. Hinten gibt es noch ein paar freundliche Beschreibungen, was da alles so drin ist. Und jetzt machen wir die Kiste mal auf. Wenn wir den Karton öffnen, sehen wir natürlich schön im Stoffcase, den man gleichzeitig noch als Einkaufsbeutel nutzen kann. Natürlich setzt Amazon sichtbar auf Nachhaltigkeit bei der Verpackung, was wirklich gut ist. Wir sehen hier kaum noch Plastik und Folie. Schauen wir uns mal genauer an, was das Design betrifft. Es ist jetzt ein schönes Weiß dazugekommen. Hier ist der Bassschacht, der ist komplett durchgängig. Hier oben findet man die Mikrofone, die dann sozusagen deine Sprache aufnehmen. Und gleichzeitig hast du hier noch Bedientasten. Das ist einmal die Aktionstaste, Plus-Minus-Taste für die Lautsprecher und die Mikrofon-Ein- und Ausschalttaste. Hinten dann auch nichts weltbewegendes. Du hast den Netzanschluss, du hast einen USB-Anschluss und gleichzeitig noch den 3,5mm-Klinkeanschluss. Und schon sind wir bei diesem Lautsprecher bei allem, was man zum Design und zu den Äußerlichkeiten beschreiben kann. Aus vielen Pressekritiken und Reviews hat man jetzt schon ein Wort abgeleitet. Der neue Amazon Studio ist ein... Soundzylinder. Die Installation ist auch relativ einfach. Das Netzkabel einstecken, den Anweisungen folgen, Alexa-App installieren, mit Amazon-Konto verbinden und wenn alles installiert ist, dann kannst du über die Amazon-App in die Einstellung deiner Geräte gehen. Schreibt mir doch mal, was ihr von diesem Soundzylinder als ersten Eindruck haltet. Direkt hier in die Kommentare ist es für euch wichtig, verschiedene Farben zu haben. Oder hätte der auch nur in dem Grau bleiben können? Einfach rein damit in die Kommentare. Ich sage jetzt schon mal Dankeschön. Natürlich ist es wichtig zu wissen, was eigentlich neu ist an diesem Amazon Studio. Und da ist natürlich erstmal die Auswahl der Farbe, wie gesagt, das Weiß ist dazugekommen. Dann gibt es natürlich fünf interne verbaute Lautsprecher und den dreidimensionalen Klang. Und Studioqualität sollst du aus diesem Lautsprecher auch noch bekommen, was den Klang betrifft. Der Studio misst bei der Einrichtung deiner Raumakustik aus und richtet sich dann direkt mit seinem Klang nach deinem Raum. Was noch neu ist, ist die Mikrofon-Ein- und Ausschalttaste. Hier kannst du dann dein Mikrofon einschalten bzw. ausschalten. Und wenn es ausgeschalten ist, dann sind auch alle Mikrofone vom Stromkreis direkt getrennt. Kommen wir mal zu meinem Fazit. Ich habe den jetzt über fünf Tage nutzen können und habe ihn angeschlossen an das Fire TV. Ich habe ihn angeschlossen an meinen PC per 3,5 mm Klinkeeingang und auch mal mit Bluetooth verbunden. Und man kann sagen, das Design ist natürlich gelungen. Also der ist wirklich hochwertig verarbeitet. Ist ein bisschen schwer, aber das ist natürlich dann bei den Lautstärken auch wichtig, dass der ordentlich steht. Sofern du hier mal ein bisschen lauter drehst, passiert eine ganze Menge. Wir haben es ja gesehen mit dem Glas, der vibriert, der kracht und macht und tut. Und wenn der natürlich dann so leicht wäre, würde der dir wahrscheinlich auf dem Wohnzimmertisch bzw. direkt auf der Schrankwand immer hin und her wandern. Und das muss auch nicht sein. Die Installation ist einfach, die Bedienung ist gut, ohne viel Vorwissen kannst du hier wirklich mit dem Amazon Studio direkt im Wohnzimmer starten. Mir persönlich fehlt bei den Klangeinstellungen noch so ein bisschen der tiefere, untere Bass, der ist noch nicht so richtig da. Also es gibt natürlich Soundboxen, die schaffen das ein bisschen besser als hier der Amazon Studio, aber ich glaube, da wird auch gar nicht so doll Wert drauf gelegt, dass das hier sozusagen eine Boom Soundbox ist. Ich denke mal, das soll wirklich richtig Klang geben, soll die stimmliche Präsenz von Alexa gut wiedergeben und gleichzeitig natürlich auch deine Musik und deine Fernsehfilme bzw. klassischen Konzerte wiedergeben und das macht er natürlich mit diesem 3D-Sound. Den kann man einschalten und auch ausschalten, dann wird er natürlich ein bisschen leiser, ist dann aber in den Klängen etwas tiefer und basslastiger. Wenn du den Bass dann aktiviert hast über die Amazon Alexa App, da gibt es einen Equalizer, da kannst du die Höhen, die Mitten und die Bässe nochmal aktivieren, beziehungsweise weniger oder mehr reinschalten. Dann wird es auch relativ kritisch im oberen Drittel der Lautstärkeeinstellung. Bist du dann so bei Level 8, 9 oder 10, fängt der an zu zerren und natürlich auch ein bisschen zu kreischen. Also ich sag mal, bis zum Level 7 ist der Sound super, der Klang okay, aber so ab 8, 9, 10 muss man dann schon mal gucken, dass es nicht so. So zerrt. Kommen wir mal zu den Problemen, die es hier gibt mit diesem Lautsprecher. Amazon sagt ja, du kannst diesen Lautsprecher mit deinem Fire TV verbinden. Ist auch möglich und funktioniert, naja, Relativ gut. Ich habe persönlich festgestellt, dass der öfter mal seine Verbindung verliert und ein Freund von mir, der hat sich zwei von diesen Teilen bestellt und wollte die natürlich dann mit dem Fire TV Stick verbinden. Stereo am Fernseher sollte richtig gut klingen und er hat es dann irgendwann aufgegeben, weil es kam dann ständig zu Verbindungsproblemen. Die Verbindung ist abgerissen. Dann gab es Kratzer und Knacker in den Amazon-Lautsprechern bei der Wiedergabe vom Fernsehton. Es kann natürlich eine Möglichkeit sein, dass dein Router das dann nicht so richtig hinbekommt, aber er hat auch noch mal extra den Router gewechselt und hatte die gleichen Probleme danach. Es kann ein Einzelfall sein. Es muss nicht unbedingt jetzt so sein, dass ihr alle Probleme mit den Verbindungen habt, was ich auch nicht glaube, aber es kann passieren und darauf muss man vorbereitet sein und deswegen sage ich euch das. Das zweite Problem ist, was mich dann richtig genervt hat. Ich habe den Amazon Studio mal mit 3,5 mm Klinke an meinen Computer angeschlossen und wollte einfach mal so wissen, wie es denn so ist, YouTube-Videos zu schauen über den Klang mit dem Amazon Studio und gleichzeitig auch mal meine Videoschnitte so ein bisschen abzutasten, die stimmliche Darstellung so ein bisschen auszuprobieren. An dieser Stelle habe ich natürlich festgestellt, dass hier beim Amazon Studio im Ruhebetrieb. Einfach richtig viel Lautstärke herrscht. Der knistert so ein bisschen, beziehungsweise der ist im Anzustand. Wenn jetzt nichts an ist, keine Musik, keine Sprache, sondern er einfach nur direkt angeschlossen ist, ist es dann so, dass er immer noch laut ist und vor sich hin rauscht für etwa 20 Sekunden. Ich habe es aufgenommen, ich kann euch das mal kurz hier wiedergeben. Dieses Geräusch verschwindet dann nach so 20, 30 Sekunden, dann fährt er irgendwie in den Standby-Modus. Aber selbst im Standby-Modus ist der immer noch laut. Für mich ist das nichts, weil es nervt irgendwann und teilweise, wenn ich Tonaufnahmen habe oder andere Sachen hier am Schreibtisch mache, dann brauche ich nichts, was rumsteht und vor sich hin brummt. Amazon, keine Frage, hat hier ein gutes Produkt in der Preisklasse um die 190 Euro wirst du es kaufen können. Aber es gibt auch in dieser Preisklasse natürlich auch schon andere Lautsprecher, die wiederum besseren Klang bieten und vielleicht auch eine bessere Leistung. Aber du hast natürlich bei den anderen Lautsprechern nicht die ganzen Alexa-Funktionen. Und das zusammengepackt in einem Lautsprecher für einen Preis von 190 Euro. Wer es braucht, wer es mag. Klar, es gibt sehr viele Anwendungsbereiche für diesen Lautsprecher. Für mich persönlich ist er nichts, denn ich finde auch, Amazon hat die Chance nicht genutzt, hier beim neuen Amazon Studio vielleicht noch ein paar kleine Features mit reinzubringen. Ich habe euch ja schon den Amazon Echo 5 vorgestellt und der hat hier vorne jetzt ein digitales Display aus LEDs bekommen. Und warum macht man das nicht, dass man hier auch zwei Versionen veröffentlicht vom Amazon Studio, einen ohne Display? und einen mit Display, weil mit Display als Einzellautsprecher würde ich dieses Gerät sehr interessant finden, weil man hat natürlich hier noch die Möglichkeit, hier vorne ein schönes Display zu installieren, was dir dann noch den Titel zeigt, wie beim Amazon Echo Studio. Video ist in meiner Videobeschreibung verlinkt. Und dann wäre es natürlich noch schöner, weil dann hätte man noch eine zusätzliche Funktion für so ein großes Gerät. Warum nicht? Finde ich, das ist ein bisschen schade, dass Amazon das sozusagen nicht hier mit reingebaut hat, weil die Technik ist ja eigentlich schon. Da. Zusammengefasst kann man sagen, der Anwendungsbereich dieses Gerätes ist für Musikliebhaber, auch für Klassikliebhaber, glaube ich, dass hier sozusagen richtig gut Musik abgespielt werden kann, denn durch die verbauten fünf Lautsprecher erhältst du hier, wenn du vor dem Gerät sitzt, einen absolut schönen räumlichen Klang. Das hat Amazon gut gemacht, also für alle Musikliebhaber ist dieser Amazon Studio zu empfehlen. Als Studio Lautsprecher oder für den Amazon Fire TV Stick muss man halt schauen, wie man damit klarkommt, wenn es keine Probleme gibt bei der Verbindung mit dem Amazon Fire TV Stick und dann für den Fernsehton ist natürlich auch eine schöne Geschichte, relativ wuchtig. Und wenn man sich jetzt noch mal vorstellt, dass man zwei von diesen großen Geräten neben dem Fernseher zu stehen hat, okay, wer es braucht, Kannst du gerne tun. Ansonsten als Einzellautsprecher natürlich ideal zum Musik hören, zum Hörbücher hören und natürlich die Alexa-Funktion hat man hier noch mit drin. Von mir kriegt er eine Note 3, das heißt von 1 bis 5, 1 das bessere, 5 das schlechteste. Ist gut in der Mitte, Verarbeitung ist top, da hat man hier echt keine Probleme. Mein Video ist natürlich jetzt relativ frisch, aber es ist ja länger bei YouTube aktiv und du kannst natürlich in ein, zwei, drei Monaten, wenn du dieses Video siehst, auch gern mal in die Kommentare schreiben, wie deine Erfahrung sind mit dem neuen Amazon Studio. Hast du positive Erfahrungen, hast du eher negative Erfahrungen? Das würde mich mal interessieren. Also schreib's rein in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen quatschen über den Amazon Studio im Jahr 2022. Und für mich und dieses Video war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.